Hallo. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, und ich manchmal vergesse tatsächlich, bin ich zum zweiten Mal schwanger. Ich habe das Gefühl, die letzten paar Monate und Wochen und Tage war ich überall zu sehen. Also bei Wer stiehlt mir die Show, beim Disney-Film Wish, bei Wetten, dass, auf meiner Live-Comedy-Tour. Es hat mir alles riesig viel Spaß gemacht, aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, wenn ich immer so weitermachen würde, würde ich daran kaputt gehen und ihr hättet wahrscheinlich auch gar keinen Bock mehr. Deswegen, und natürlich nicht nur deswegen, werde ich jetzt in die Babypause starten. Das Einzige, was auch in der Pause weitergeht, ist unser Podcast, das Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Davon wird es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt, neue Folgen geben. Allerdings nicht gefilmt. Also nur die Audio-Version wird es in den ersten Wochen und Monaten geben, weil ich sehe einfach crazy aus, wenn ich ein Kind gekriegt habe. Also beim ersten sah ich total crazy aus und beim zweiten wird es wahrscheinlich nicht besser. Ich spreche von Kotzflecken, ich spreche von Müdigkeit und wahrscheinlich auch noch irgendwo eine Windel im Haar. Das kann und will man einfach niemandem zumuten. Das ist also auch die gute Nachricht an alle, die mich nicht so gerne sehen. Ihr müsst mich nicht sehen in den nächsten Monaten. Außer bei Sachen, die schon voraufgezeichnet sind. Zum Beispiel kommt am 14. Januar mein Comedy-Programm Kennen Sie diese Frau ins Fernsehen und ist ab dann im Fernsehen und im Internet zu sehen. Also da könnt ihr euch richtig auf was mega Geiles freuen. Außerdem werde ich ab August mit einer neuen Show Immer noch wach auf Tour gehen. Der Vorverkauf hat meines Wissens nach schon gestartet, also würde ich sagen, wenn unter eurem Weihnachtsbaum sonst noch leer ist, dann holt euch ein Ticket. Nee, also macht einfach, was ihr wollt. Ich chill jetzt dann eh bald und krieg das gar nicht so mit, wie viel verkauft wird. Ich freue mich sehr und möchte mich an dieser Stelle bedanken, dass ich diese Arbeit nach wie vor machen kann und gefühlt immer mehr ich selbst bin und das in den Leuten was Positives auslöst. Das ist das schönste Geschenk, was man einer seltsamen Person wie mir machen kann. Also vielen lieben Dank und frohe Weihnachten. Genießt die Pause und sehen uns dann so in ein paar Monaten wieder. Tschüss!